Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Als erstes, ich bin heute da mit Swiss Lights. Wir machen jetzt heute mal zusammen ein Video. Und heute geht es, wie ihr sehen könnt, um diese drei LED-Leuchten. Dazu wird euch jetzt der Swiss Lights etwas erzählen, wie sie heißen und von welcher Marke sie kommen. Okay, ja. Ich fange mal an. Und zwar hier jetzt auf der rechten sehen wir die schöne Philips Luma. In der Mitte sehen wir eine Schräde Tekeo und am Schluss eine Schräde Ampera. Genau. Wir werden jetzt euch die Leuchten von innen zeigen. Und dazu kann ich mal die Ampera öffnen. Hier auf der Seite diese zwei Clips, kein Problem zum Öffnen. Dann haben wir hier Kabeleinführung, dieser Sicherheitsbaustein oder wie man dem sagen will. Wir haben hier das Gegenstück, wo der Strom eigentlich in die Leuchte verbunden wird. Hier Überspannungsschutz. Surge Protection Device von Philips. Verbindung hier zum EVG, also Betriebsgerät. Das ist eigentlich ein Wechselrichter. Die LEDs funktionieren ja mit Gleichstrom und nicht mit Wechselstrom. Programmierbar, sind auch programmiert. Ja, maximal 40 Watt. Bei diesem Vorschaltgerät. Und ja, eigentlich sonst nichts Spezielles. Es ist relativ wenig Elektronik verbaut hier. Es sind in allen drei Leuchten die gleichen Treiber verbaut. Nach mir, glaube ich, in der Luma ist ein wenig ein grösserer drinnen. Aber das sehen wir jetzt noch. Ein bisschen einfach wieder Deckel drauf. Clips zu. LED-Panel, ein bisschen klein für in diese Leuchte, später halt. Dann kommen wir zu Tekeo, die ist etwas anders zu öffnen, so haben wir hier diese Imbusschrauben, die man öffnen muss. Hochklappen. Hier haben wir wieder das gleiche. Verbindungsklemme. Ein wenig anderes System. Also hier ist Spannung auf dem Vorschaltgerät drauf, auch wenn man den Deckel öffnet. Haben wir hier noch Betriebsgerät, EVG, das gleiche wie in der Ampera. Auch 40 Watt. Wieder Überspannungsableiter. Deswegen ist hier auch die Erdung angeschlossen. Programmieranschlüsse. Diese EVG kann man auch dimmen mit 1 oder 10 Volt und DALI. Also DALI ist eine digitale adressierbare Lichtsteuerung. Dann kann man ja, Leuchten programmieren, wie man sie gerne möchte. Typenschild. Das wäre es eigentlich auch schon. Man kann natürlich jeden Elektroblock ausbauen, Schrauben lösen, dann kann man es rausnehmen für Wartungsarbeiten. Sehr praktisch. Ja, das hier mit den Schrauben ist ein wenig bescheuert. Ist so. Das ist hier auch wieder LED-Panel. Das ist noch die alte Serie Tekeo, deswegen ist sie auch noch so groß. Die neue Serie ist viel kleiner. Mastflange einstellbar, wie bei der Ampera auch. Und jetzt kommen wir zu der Luma. Wir hier auch den Mastflange, gut einstellbar. Elektroblock.
hier die Kühlrippen. Gefallen mir sehr gut. Das ist eine sehr schöne Leuchte, finde ich. Sehen nicht alle so, aber mir persönlich gefällt sie sehr gut. Öffnen, Bügel rein, dann hält die. Wir sehen hier drei verschiedene Dichtungen. Also diese Leuchten sind sehr dicht. Auch hier die Kabelverschraubung, denke ich, die beste jetzt von diesen Leuchten hier alle. Und bei Schröder ist nur da diese Plastiktülle, sagt man dem, wo man das Kabel durchzieht. Und hier haben wir eine richtige Kabelverschraubung, also das hält auch, kann man nicht am Kabel rumziehen. Hier auch wieder diese Sicherheitsklemmen, Gegenstück, Einspeisung hier, Erdung hier, muss man sagen, das ist ein wenig, ja, mich persönlich stört das ein wenig, dass hier nur so eine Schraube ist. Aber ja, dann haben wir hier DIMM-Anschluss, also zur Programmierung. Elektroblock herausnehmbar. Diesen kann man alles hier lösen. Dann kann man den so rausnehmen. Dann hier noch die LED-Panels. Hier den LED-Treiber sehen, ein wenig ein größerer, 75 Watt anstatt 40. Assembled in Mexiko. Ja. Typenschild, hier mit diesem QR-Code kann ich über eine App die Leuchte einscannen, Ersatzteile anfordern, technische Daten rauslesen, die hier nicht draufstehen. Und so weiter, Jahrgang und ja, was es sonst noch braucht. Ich kann auch Ersatzteile bestellen direkt. Aber es ist wirklich ein sehr gutes System. Anschluss der LEDs. Hier wieder anklicken. Kabel. Wieder zusammen. Also diese Leuchte kann man reparieren ohne Werkzeug, es sei denn die Glasscheibe ist kaputt, dann muss man die Schrauben lösen, aber nur für Wartungsarbeiten, Elektroblockersatz und so weiter durchzuführen, braucht es kein Spezialwerkzeug. Bügel raus, Leuchte zu, ja, dieses System sollte eigentlich alle schon kennen, typisch Philips, auch bei den Kofferleuchten. Wirklich sehr gute Leuchte, amtlich, nicht zu gross. Und diese Leuchte, ja, kann man auch mit verschiedenen Blendreflektoren bestellen. Und allgemein sehr viele verschiedene Optiken. Ja, viele verschiedene Varianten. Unendlich fast. Gut, dann sagt euch jetzt Swiss Lights noch, wie viel Watt diese Leuchten haben. Ja, dann schmeißen wir sie mal an. Okay, also die Schritt Ampere haben wir nachher vorhin ausgemessen. Die sind genau 19 Watt. Die Deggeo 32 ist aber auch die hellste Leuchte unter den drei. Die Philips Luma genau 29, 30 Watt, genauso wie es halt von Philips beschrieben wird auf der Leuchte. Genau, also die Leuchte ist unprogrammiert jetzt. Natürlich kann ich die weiter runterdimmen, überhaupt kein Problem. Ist einfach unprogrammiert und man muss dazu sagen, die ist brandneu. Also die ist, glaube ich, sogar noch Anfang dieses Jahr produziert worden. Gut, dann würde ich mal sagen, schalten wir mal das Licht aus und dann schmeißen wir sie an.
man kann jetzt gut erkennen, dass hier die Violette Ampera sehr warme Lichtfarbe hat, so ein Warnweiß. Der Tegeo ist mehr neutral weiß, cool white. Die Luma hat auch 3000 Kelvin, also wenn der Warnweiß. Ja, habe ich extra so bestellt. Warnweiß eigentlich zur Straßenbeleuchtung viel angenehmer ist. Gut, dann war es das schon von diesen drei Leuchten. Ja. Ja, dann hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und sonst schreibt mal die Meinung in die Kommentare, was ihr zu diesen Leuchten sagt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.